Herzlich willkommen zu der dritten Folge Latein. Einfacher geht es nicht. Nachdem wir die Grundlagen der ACI-Konstruktion in lateinischer Sprache geklärt haben, das war die erste Folge, haben wir in der zweiten Folge das Zeitverhältnis zwischen dem Subjekt in dem Hauptsatz und dem Subjekt in dem Nebensatz geklärt. Jetzt wenden wir uns dem Reflexivpronomen se in eben diese Konstruktion ACI. Wir haben einen Satz: Julius Marcum Iuliam amarescit. Und zweiten Satz: Julius se Iuliam amarescit. Wir unterstreichen die Subjekte und Prädikate scit und Iulium. Wir übersetzen den ersten Satz: Julius weiß, dass Marcus Iulia liebt, und den zweiten Satz: Julius weiß, dass er Iulia liebt. Wie du bemerkt hast, in dem zweiten Satz hat sich er auf Julius bezogen. Das heißt, er wurde zum Subjekt in dem Nebensatz, in dem ACI. Im lateinischen Satz, da sieht man nach dem Wörtchen se. Latein will präziser sein und sie nutzt diesen Wort im ACI-Konstruktion, wenn es sich um das Subjekt aus dem Hauptsatz handelt. Das heißt, Julius ist zum Subjekt in dem ACI-Konstruktion. Falls dir das Video geholfen hat, schreib mir das in die Kommentare. Gerne werde ich auch deine Hinweise berücksichtigen beim nächsten Videos. Bis dann und ciao!